Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zurück bei Black Mirror 3. Wir sind jetzt im Hotel von Murray, vom mürrischen Murray, und haben ja relativ viel von ihm bekommen. Ich weiß noch hier genau, das Feuerzeug und ein Plastikmesser hinten im Büro oder in unserem Zimmer könnten wir vielleicht irgendwie ins Büro. Es ist noch so, wir wissen halt so, also wir wissen es halt noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier erstmal raus. Und wenn mich nicht alles trügt, können wir da jetzt runter zur Küste oder so? War das so? Ja, Tatsache. Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ich glaube zum Fluss. Dürfen wir dann nicht lang? Da geht es einige Stufen. Schade, doch. Da geht es einige Stufen. Er sagt, wir könnten da eventuell hin, wollen aber nicht dahin. Mhm, verstehe. Dann lass uns doch mal kurz nach Willow Creek zurückkehren und zwar jetzt mal auf die andere Seite gehen. Sonst wüsste ich jetzt langsam nicht mehr, was wir so machen könnten. Wir müssen ja auch noch mit Victoria quatschen. Tja, und die liegt im Krankenhaus. Ich wusste gar nicht, dass Willow Creek ein Krankenhaus hat. Oh. Pfad, eine Straße, Bäume. Da. Die Kälte zieht einem direkt in die Knochen. Der Winter steht vor der Tür. Noch ein paar Wochen, dann ist auch der letzte Baum kahl. Ja. Wollen wir erstmal hier den Schotterweg lang? Sieht irgendwie aus wie so ein Rätsel, ne? Ich komme gleich hier rein und dann muss ich da raus und dann komme ich da rein und... Das ist eigentlich ein Parkverbotsschild. Aber ich vermute, in diesem Zusammenhang meint es draußen bleiben. Draußen bleiben. An dem Holztor wurde Stacheldraht befestigt. Da hat jemand was gegen ungebetenen Besuch. Wo geht denn die Straße denn hier überhaupt hin? Das Tor? Ein verschlossenes Tor aus maroden Brettern. Der Stacheldraht und das Schild wurden an das Tor genagelt. Damit kann man es von der anderen Seite öffnen oder schließen, ohne den Stacheldraht zu berühren. Nein, ich habe keine Lust, mir Stacheldraht um die Waden zu wickeln. Hä, wieso? So hoch ist es doch nicht. Der Mensch steigt doch einfach drüber. Die ganzen Warnungen, der Stacheldraht? Das macht diesen Weg ungemein interessant. Ich würde zu gerne wissen, was dahinter liegt. Ja, ich auch. Ja, denn los, ab, ab. Die ganzen Warnungen? Er will nicht. Warum auch immer? Trampelfahrt? Hier gibt es jetzt ganz schön viele Wege. Planlos durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Dann bleib auf dem Schotterweg. Ja, das geht. Wo führt das hier alles hin? Und Darren ist im Nebel verschwunden. Oh. Hierhin führt das. Die Wendeltreppe ist total zerfallen. Der Leuchtturm wird schon ewig nicht mehr benutzt. Ein alter, verlassener Leuchtturm. Er muss vor sehr vielen Jahren eingestürzt sein. Ja, Miss Valley ist halt hier gefunden worden. Also hier unten lag sie, glaube ich. Mit der Krähe können wir nichts machen. Oh, was hier? Zur Ruine? Himmel. Ein englischer Himmel, wie ihn kein Reiseführer retuschieren könnte. Wahrscheinlich. Ah, Tatort. Hier lag die Miss Valley. Hier habe ich Miss Valleys Leiche gefunden. Ja, genau hier. Aber man sieht keine Hinweise mehr für dieses Verbrechen. Schon im nächsten Frühling werden sich hier wieder die Verliebten umarmen und auf das Meer hinausschauen. Ist ja auch voll der romantische Ort. Also ganz ehrlich. Feinste englische Klippen. Grau und steil. Bestens geeignet, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Ja, so ein Platz ist das. Nicht so ein Platz wie, hey Schatz, ich würde gerne mal mit dir zu hellem Mondschein und so Kerzenlicht würde ich mich an einen romantischen Ort begeben. Und dann geht man nicht hier hin, Darren. Das macht man nicht. Die Nordsee. Hier ist England zu Ende. Na gut, was ist mit der Ruine? Das ist ein ganz schön weiter Weg dahin. Ah, die Ruine. Der Verschlag ist auch zerstört. Nun ist er sogar für Ralph unbewohnbar. Ralph, den wir nie gesehen haben. Ob der hier noch irgendwo ist? Die Treppen führten ursprünglich in den ersten Stock.
Jetzt ist da nichts mehr. Ja, und das ist hier... Der Torbogen ist komplett zusammengekracht, ne? Die Hälfte eines riesigen Torbogens. Die Akademie muss ein beeindruckendes Gebäude gewesen sein. Alles halt altenglisch. Ruine. Ein riesiger Haufen Schutt ist alles, was vom Eingang zur Akademie übrig geblieben ist. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich da noch heil rausgekommen bin. Das ist das Neue hier? So viel Schutt? Gott. Ein riesiger Haufen Schutt ist alles, was vom Eingang zur Akademie übrig geblieben ist. Ein riesiger Haufen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich... Ja, gut. Ein stummer Zeuge des Zerfalls. Nicht mehr lange und ihn erwischt es auch. Vielleicht hätte er ja noch ein paar Jahre. Ja gut, dann können wir wahrscheinlich nichts machen hier, oder? Mit Plastikmesser irgendwas auf der Ruine ist ja Blödsinn, ne? Los. Dann erstmal zurück. Ich weiß gar nicht, wo genau es uns jetzt irgendwie hintreibt. Weg zum Pfad. Und du willst jetzt immer noch nicht dahin? Planlos durch den Wald. Ja, gut. Komm, pass auf. Zurück zur Kreuzung. Jetzt gehen wir mal die anderen Wege lang. Da ist das alte Black Mirror Schloss. Ob die Victoria vielleicht jetzt da drin ist? Ein kaputter Wegweiser. Es ist kaum noch zu erkennen, was mal drauf stand. Es ist die Tatsache zu Hause? Tote Äste an einem toten Baum. Bei diesem Anblick fühlt man sich doch gleich viel lebendiger. Oh ja, Darren sprüht nur so voller Tatendrang und Lebensfreude. Schon ein echt öder Platz. Spektakuläre Kulisse, Aber wo ich schon mal hier bin, sollte ich mal bei Victoria vorbeischauen und fragen, wie es ihr geht. Das Hauptschloss ist wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar, oder? Von hier aus sieht das Schloss richtig bedrohlich aus. Aber es gab ja noch hinten bei Louis so ein Gartenhäuschen oder sowas. Ein großer Felsblock. Ich bin zwar kein Geologe, aber der sieht nicht so aus, als wäre er von hier. Vermutlich ein Überbleibsel aus der Bronzezeit. Wie die Dinger in Stonehenge. In Stonehenge ist ja jetzt schon wieder rausgefunden worden, dass es da noch einen riesigen Außenkreis gibt, ne? Der Mem hier. Noch irgendwas? Dekorativ ist da ja. Wenn man sich gern Felsblöcke in den Garten stellt. Dass da nichts draufsteht, ne? Das Tor ist verriegelt und verrammelt. Eine von drei Nymphen, die das Schloss bewachen und Licht spenden sollen. Der alte Bates hatte damals die Nymphen als Eselsbrücke benutzt. In der griechischen Mythologie sind Nymphen oft Begleiterinnen von höhergestellten Göttern gewesen. Sie galten als wohltätige Geister von Bäumen, Grotten oder bedeutenden Orten. Damit ist mein Wissen über Nymphen aber auch schon erschöpft. Ich glaube, das ist dasselbe, was er auch schon vorher gesagt hat. Waren die schon immer so verwuchert? Also die... Kommt mir das nur so vor, oder hat die Natur hier in den letzten Wochen ein enormes Tempo vorgelegt? Ja, ich sagte doch, mir kommt das auch so vor. Müll. Sieht aus, als hätten hier ein paar Jugendliche eine Party gefeiert. Bates würde ausrasten, wenn er das hier sehen würde. Mann, die arme Victoria, was macht sie denn jetzt auch? Das ist so ein Riesenschloss. Ein leerer Briefkasten. Na, wenigstens leer. Oh, wir haben eine neue Türklingel mit Gegensprechanlage. Ding dong. Wer ist da? Mein Name ist der Adrian Gordon. Ich würde gern zu Victoria. Hallo? Oh. Kommen Sie rein, Mr. Gordon. Lady Victoria ist gerade aufgewacht. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie das Chaos. Die Handwerker sind gerade fleißig am Renovieren. Sie kümmern sich um Victoria? Ja, ich bin ausgebildete Krankenschwester. Ihre... Urgroßmutter. Ihrer Urgroßmutter fehlt es an nichts bei mir. Danke, Miss... Antolini. Schwester Valentina Antolini. Danke, Schwester Antolini. Heftig, dass hier schon wieder renoviert wird. Darf ich Sie noch kurz etwas fragen? Wie geht es, Victoria? Den Umständen entsprechend. Sie spricht leider nicht mit mir.
Vielleicht haben Sie mehr Glück. Wird sich zeigen. Finden Sie, dass eine Baustelle der richtige Ort für so eine alte Dame ist? Lady Victoria bestand hartnäckig darauf, unbedingt ins Schloss verlegt zu werden. Sie meinte, sie wäre hier geboren und wolle hier sterben. Und die Mauern hier sind ziemlich dick. Allzu viel hört sie nicht. Zumindest hat sie sich noch nie beschwert. Oh Gott, hier sieht's aus wie in einem Sterbezimmer. Mir wird ganz klamm ums Herz. Hoffentlich geht's Victoria bald wieder besser. Oh oh. An Maschinen angeschlossen? Ich glaube, das... Das Bild einer Frau in Weiß sieht aus wie eine Art Hochzeitskleid. Williams Name steht unten rechts in der Ecke. Das Bild muss mein Urgroßvater gemalt haben. Der William Gordon. Ein Regal mit Büchern, Souvenirs und Schatullen. Wahrscheinlich voller Erinnerungen. Ein kleines Kästchen. Wahrscheinlich bewahrt Victoria dort ihren Schmuck auf. Eine alte englische Dame. Noch ganz so wie in den 20ern, ne? So mit kleinem Tischchen, Schmuckkästchen. Victoria. Meine Urgroßmutter und die einzige meiner Familie, die mir noch geblieben ist. Hallo, Victoria. Ich bin's. Adrian. Reagiert sie überhaupt? Victoria, ich brauche deine Hilfe. Wirklich. Die Polizei glaubt mir nicht. Wie soll ich ihnen klar machen, dass ich Adrian Gordon bin, wenn Darren Michaels in meinem Ausweis steht? Victoria, du bist die Einzige, die mir helfen kann. Bitte. Victoria, geht es dir gut? Reagiert halt gar nicht. Wirst du auch gut versorgt? Oh. Hast du die Kaution für mich hinterlegt? Ich glaube wohl kaum. Wie ist sie denn imstande? Das mit Bates, Eleanor und Sally tut mir leid. Es muss schrecklich für dich sein. Adrian, sag mir die Wahrheit. Warst du das? Hast du das Feuer gelegt? Nein, Victoria, ich war es nicht. Es war Louis. Er hat gemacht, was Angelina von ihm verlangt hat. Sie steckte hinter all den Morden. Sie war es auch, die mich hierher gelockt hat, weil sie mich brauchte für... Du weißt schon den Fluch, der nur die männlichen Gordons trifft. Sie wollte das erreichen, was Samuel verhindern wollte. Sie war besessen davon. Hat mich belogen, uns alle. Was soll das, Adrian? Du hörst dich an wie ein Feigling. Ich war das nicht. Angelina war das. Warum soll ich dir glauben? Warum bist du überhaupt hergekommen? In Amerika ging es dir doch gut. Wärst du doch nur dort geblieben. Bates könnte noch leben. Eleanor, Catherine, Miss Valley. Du bist zu schwach. Du kannst Mordred nichts entgegensetzen. Sein Geist reitet dich so leicht wie ein Kind das Schaukelpferd. Kaum tauchst du auf, geschieht nur Unheil. Verschwinde wieder, Edwin. Tu mir den Gefallen und geh dahin zurück, woher du gekommen bist, bevor auch noch die andere Hälfte des Schlosses in Flammen aufgeht. Ey, Darren? Darren? Oh. Das hast du jetzt nur geträumt. Nein, er hat es tatsächlich gemacht. Was haben Sie mit ihr gemacht? Gar nichts. Ich habe nur mit ihr geredet. Gehen Sie jetzt. Ihre Urgroßmutter braucht Ruhe. Ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Gehen Sie endlich. Ach, du Heilige. Darren. Ach, super gelaufen. Jetzt hassen mich nicht nur alle Dorfbewohner, sondern auch noch die Einzige, die von meiner Familie noch übrig ist. Wirklich toll gemacht, Darren. Wäre ich nicht schon in Therapie, würde ich sie jetzt anfangen. Der hat der Sache jetzt zugedrückt, oder? Darren, das musst du wenigstens ein bisschen unter Kontrolle haben. Ich meine, Lily, es tut mir jetzt leid um die Victoria. Die ist echt stinksauer. Ich meine, ich kann das auch verstehen. Aber jetzt, Darren, was ist so von wegen...
wärst du doch zu Hause geblieben. Ich meine, dann hätten sie ihm... Ja, schon gleich mal mit der Wahrheit. Sie hätten schon immer mit der Wahrheit rausrücken müssen. Sonst hätte Darren nie danach geforscht. Oh Mann, jetzt lassen sie mich auch nicht mehr rein, ne? Nein, ich bin hier nicht mehr willkommen. Na super, das lief ja richtig gut. Von hier aus sieht das Schloss richtig bedrohlich. Dekorativ ist... Nee. Ich wollte eigentlich raus. Zum Wald. Erstmal weg hier. Was ist denn hier? Das ist die Straße nach Warm Hill. Das Nachbardorf von Willow Creek. Naja, Dorf ist etwas übertrieben, aber immerhin gibt es dort eine Kirche. Dorthin laufen möchte ich trotzdem nicht, solange ich keinen Grund dazu habe. Okay, merken wir uns, hier geht's nach Warm Hill. Dr. Jones. Ich bin so ein bisschen verlassen, ich weiß gar nicht, was ich noch großartig machen kann. Was sagt denn das Tagebuch? Aber warte mal, erstmal den Pfad. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Oh. Bevor ich mich noch im Wald verirre, bleibe ich lieber auf der Straße. Okay, dann lass uns im Tagebuch mal nachschauen. Victoria? Tja, sie ist ganz allein im Schloss. Victoria glaubt mir kein Wort, den ich ihr zeigen könnte. Ja, ein Beweis. Wir müssen halt Beweise für unsere Unschuld irgendwie sammeln, oder? Habe ich das Gefühl. Inhaltsverzeichnis? Kopierer-Defekt. Polizeiakte beschaffen haben wir gemacht. Endlich frei. Victoria. Murrays Falschaussage. Stimmt, was ist denn der? Kehrt er jetzt zur Polizei zurück? Eine Idee, die wir nachgehen können. Hoffentlich muss ich da dieses komische Foto für ihn nicht machen. Und im Museum könnten wir auch nochmal vielleicht rein. Constable. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Ja. Gut, der Herr Constable will auch nicht mehr mit uns quatschen. Also ist Murray noch nicht bei der Polizei gewesen. Huch, warte mal. Ja. Ups, was ist hier los? Ah. Die Reaktionen sind echt die schönsten. Bobby! Bobby ist da! Das ist ja Bobby, der Dorfblödi. Aber nein, das ist ja ungerecht. Eigentlich ist er der netteste Kerl hier weit und breit. Außer, dass er uns verraten hat. Ja, ja. Hallo, Bobby. Hi, Darren. Stimmt es, dass du jetzt böse bist? Nein. Nein, Bobby, du brauchst keine Angst haben. Ich tue niemandem was. Die anderen haben gesagt, du hast das Schloss angezündet. Du darfst nicht alles glauben, was man dir erzählt, Bobby. Ich bin unschuldig. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das sagt Tom auch immer. Okay, Darren, ich glaub dir. Was ist mit der alten Frau gerade? Kennst du die alte Frau, die vorhin so schnell gegangen ist? Das ist die alte Dorothy. Die ist lustig. Die kommt immer her und holt altes Gebäck ab. Und das gibt sie ihren Ziegen. Ich mag Ziegen. Gut. Arbeitest du nicht mehr im Museum? Nein, Mrs. Puft hat mich weggeschickt. Die Bürgermeisterin hat dich weggeschickt? Wieso das denn? Ich hab nicht genug aufgepasst, hat sie gesagt. Ich hab doch die Schlüssel verloren. Ah, das tut mir leid. Ja, damit hat auch Darren ja überhaupt gar nichts zu tun. Arbeitest du jetzt hier? Ja, aber nicht für Geld, sondern für Denise. Sie ist meine neue Freundin. Ich helfe ihr. Verstehe. Ja, der Bobby wurde schon immer sehr ausgenutzt, auch von seinem Bruder Tom. Ist schon ein armer Kerl, auch sehr manipulativ. Und deswegen hat er eben Darren auch verraten, obwohl er wirklich ein lieber Kerl ist. Und Denise freut sich, dass du ihr hilfst? Ja, sie gibt mir Muffins und Schokolade. Ist ja nett von ihr. Das will ich aber nicht geschenkt. Ich bezahle das alles später. Ich will nicht, dass Denise deswegen Ärger kriegt. Das ist nett von dir, Bobby. Du magst sie wohl sehr. Oh ja, Denise ist viel schöner als Mrs. Puft. Sie ist sogar noch schöner als die Sonne. Armer Kerl, oh, es tut mir echt immer so leid. Dann nutzen sie ihn aus, das ist... Oh, Mann, diese Denise.
Sag mal, Bobby, kennst du den Dorfpolizisten? Ja, aber ich mag ihn nicht. Tom mag ihn auch nicht. Gut, wo ist denn, also was ist denn mit Tom? Wo ist der? Was macht eigentlich dein Bruder Tom? Ich weiß es nicht. Er ist nicht oft da im Moment, aber das ist auch gut so. Er sagt, er will dich umbringen, wenn er dich erwischt. Ich muss weiter. Okay, Darren. Ich muss weg. Und wer ist Edward? Wer ist denn Edward? Aber ihr Lieben, ich werde, glaube ich, ja, wir machen erstmal Schluss. Wir finden nächstes Mal raus, was Edward ist. Dann habe ich wenigstens auch einen Anhaltspunkt. Das ist echt momentan noch recht schwierig zu wissen, was wir hier machen müssen. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei Black Mirror 3. Bis dann. Tschüss.